Hallo zusammen, ich begrüße euch ganz herzlich zu einer neuen Folge mit 7 Days to Die. Jo, wieder mit dabei die Xyra. Moin. Und der Nordisch. Ja, guten Tag. Ja, wir stehen an einer anderen Stelle, als wir aufgehört haben. Erklärungsbedarf. Ich will nichts erklären, ich bin deprimiert. Ja, Nordisch ist bockig. Wir hatten so einen kleinen Crash beim lieben Nordisch gehabt, aber ist ja nicht so schlimm, viel ist ja nicht passiert, außer dass wir jetzt zurück sind. Ja. Oh, die haben uns hier schon wieder die Bude so ein bisschen. Ah, ne, ich glaube, das war beim letzten Mal schon. Na gut! So, ich werde da jetzt mal ein bisschen Tee machen. Du machst Tee, ich mache ein paar Kisten. Übrigens, die Küche ist hier wieder untouched, also ich werde die mal loot nehmen. So. So, fertig. Ja. So. Bert, ich glaube, du wolltest aufräumen. Ja. Das ist, finde ich, sehr schön. Bin quasi schon. So, gut. Aha. Wenn man eine Kiste hinstellt, dann hat man automatisch ein Spinnweben drin. Yep. Ja, das ist halt so. Holz. Ach, hier ist ja schon Bäder. Mal zu futtern. Hey. Ich nimm mal das Katzenfutter raus, ne? Ja, mach das. Keine Sau. Hey, was nehmen wir denn mal raus? Huch. Hören die hier rein? Das ist ja eigentlich für die Gläser gemacht hier. Kind, ich krieg ein Kind. Hey, das ist mein Spruch, ja? Geht's so. Mein Kind. So. Kannst du behalten, ich möchte keine. Ach. So. Und die müssen wir ja auch noch unterbringen, einfach weil sie hier reingehört. So. Habt ihr schon den Beaker hätte ich ganz gerne. Genau. Ja, hier. Ich habe auch noch einmal Schimmelbrot nochmal da. Ja. Bei meinem Glück wird gleich im Feuer alles wegbacken und wir sind geliefert am Arsch sozusagen. Achso, da. Beaker. Achso, ich habe kein Holz. Ja, Holz brauche ich auch gerade, das habe ich auch vergessen. Müsstest du einmal was besorgen gehen? Wieso ist oben nichts mehr? Nee, da ist nichts mehr. Ach so. Glaube ich. Ich habe hier oben. Ja, ich habe hier oben noch was, ich bringe mit runter. Wie viel brauchst du? Erstmal noch nichts. Huch. Was machst du da? Entschuldigung. Ich habe den Frame weggenommen. Ich glaube, ein paar mehr brauchen wir dafür. Menno! Was mache ich denn hier? So, hier. Was, ich hab dir hier Holz hingeschmissen. Ich hab dich nur, angestupst. Angestupst, ja, genau. Das wollte ich sagen. Angestupst. So. So, das jetzt. Antibiotikum läuft. Richtig, da wollte ich noch ein bisschen Eisen machen. Schmeiß ich da nochmal. Steh nicht auf den Möbel, Nordisch. Doch. Zieh dir sonst zumindest vorher die Schuhe bitte aus. Ach, drauf geschissen. Wir sind in der Apokalypse. Da interessiert das keine Sau. Und zieh dir mal eine saubere Hose an. Was? Wieso, er sich schon wieder voll geschissen oder was? Du bist aber gut. Was? Muss aber. Ich hab schon wieder einen Finger auf der Aufnahme hier. Wieder nicht. Ach so. Ich brauch schon wieder Holz. Wo nehme ich mir denn jetzt mal ein bisschen Holz weg? Ist das alles, was ich mal gesammelt habe? Ist das meine Kiste hier oben oder? Ich glaube, wir müssen wirklich Ordnung reinbringen. Oben links, da wo du gerade stehst, das ist meine Kiste. Echt? Ich weiß nicht, wo du deine hast. Hä? Aber hatte ich nicht die Bricks gemacht? Nee, ich hatte auch schon welche gemacht, um zu gucken, wie sie aussehen. Aber hier sind noch 64 Federn drin, die nehme ich mir mal raus und dann mache ich uns mal Dingens hier, Pfeile. Mach. Mach das. Ach, die hatte ich die nicht gesetzt? Wollte ich denn eine gesetzt? Ich hatte auch eine gesetzt. Weiß ich nicht. Boah, was ist das denn? Das ist Airdrop.
Da vorne, da vorne, da vorne. Hast du Airdrops eingestellt? Mensch, das muss mir doch jemand sagen. Ja, aber nur sehr, sehr selten. Ja, das ist doch gut. Airdrops habe ich ja noch nie gesehen in dem Spiel. Dann ist auch noch einer. Ich laufe da mal hin. Ja, ich sehe nur einen. Ne, ich sehe. Achso, da hinten ist noch ein zweiter. Ja, ich laufe hin. Okay. Der Papi ist unterwegs. Der Papi ist unterwegs. Wenn der Papi nicht schon wieder müde wäre. Jetzt habe ich nichts zu trinken dabei. Och, Menno. Ich habe extra Tee gemacht. Was soll das denn? Nee, ich habe echt nichts dabei. Naja, gut. Dafür habe ich nichts zu essen dabei. Ich bin auch ein Profi. Doch, was zu essen habe ich, aber naja. Na, ist auch nicht so weit weg. Oh, Gläser. Komm her, mein Package. Gläser. Ich bin so aufgeregt, weil ich halt auch noch keinen hatte, dass ich gegen die Wand gelaufen bin, als ich durch die Tür wollte. Ich bin so aufgeregt, sagt sie. Ja, war wie ich. Wie Weihnachten und Ostern zusammen. Richtig. Wo ist er denn jetzt? Ich weiß, man sollte es nicht tun, aber ich wandle jetzt den ganzen Schrottkram einmal zu Scrap Iron um. Ja, ist ja egal. Ja, mach das. So. Oh, das sieht gut aus. Hunting Knife. Wer braucht denn so einen Toll. Ich habe 15 mal Wasser. Stink, Piss, normales Wasser. Sei doch froh. Leck mich am Arsch. Sei doch froh, was der Herrgott dir gegeben hat. Ja. Jetzt komm mal mit dem. Mit dem habe ich auch noch eine Rechnung offen. Aber holla die Waldfee. Wahrscheinlich nicht nur eine Rechnung. Richtigen Weg, ja. Und sein Armor kann er auch behalten. Den Sack. Spüre ich da so eine gewisse Spannung zwischen euch? Zwischen uns? Wieso zwischen uns? Hä? Also zwischen mir und Armor meinst du? Genau. Das ist korrekt, ja. Du hast es quasi erfasst. Ich muss was essen. Da stirbt jemand. Ja, ich weiß. Ich möchte einmal Antibiotikum. Ich habe was zu essen dabei und ich nehme noch nicht mal was. Ich bin auch so klasse, echt. Ja, ist ja gut. So. Ich muss gleich was essen, was trinken und endlich eine Antibiotikum nehmen. Ja, das wäre schick. Okay, so, was hab ich denn? Also ein Hunting Knife Buch, ja, das kann man ja sonst wohin schieben. Nee, Moment. Achso, shit. Da wird mein schönes Nitrat verschwendet. Das brauchen wir für Antibiotikum. Es ist noch nicht eine Antibiotikum fertig. Das ist ja unglaublich. Sei nicht so ungeduldig. So. Aber wo habe ich denn? Ich hatte doch... Na gut. Essen. Also Essen tun wir hier in die untere Kiste. Können wir uns darauf einigen? Ja, das können wir machen. Und alles, was Glas, Trinken etc. ist, in die obere. Yay! Ja, das Zeug hier bringt ja nicht war das? So viel. Ich bin hier ein bisschen durch die Gegend gesprungen. Ach so, Lamp. In meinem letzten Video wurde eine schöne Theorie aufgestellt. Von wem? Und die von wäre? Was? Warum? Einer meiner Abonnenten ist aufgefallen, dass ich erst so viel am Sterben bin, seitdem der Baum weg war. Was für ein Baum? Den ich doch oben aufs Dach gepflanzt habe. Als der Baum weg war? Ah. Du meinst, das war ein Lebensbaum? Oder so? Ja. Also ich fand diese Theorie sehr schön. Ja, das glaube ich dir sofort. So, Puh, ja, wie sieht das denn aus mit dem Bauen? Wo wollen wir bauen? Was wollen wir bauen? Welches Material wollen wir benutzen? Ja. Ja. Also ganz grob würde ich das so unterschreiben wollen. Achso, alles klar. Dann können wir ja loslegen. Wenn nicht sogar und überhaupt. Ja, ich weiß nicht, was schwebt euch denn so vor, sagen wir es mal so. Gar nichts, ne? Ich merke das schon wieder. Gar nichts schwebt euch vor. Ach doch, ich hätte da glaube ich so ein paar Ideen, aber wie gesagt, dazu muss ich denn beim Bauen sein. Ja. Ja, was schwebt ihr denn vor? Also, ich wollte ganz gerne mal Folgendes ausprobieren. Ich hatte mir ja mal sagen lassen, dass man... da gibt es ja diese Ziegelsteine, also diese Bricks.
Und wenn man diese Bricks mit Dirt noch veredelt, dann sind die fast so stark wie Stahlbeton, glaube ich. Also mit 16er Härte oder so. Mhm. Also würde ich sagen, dass wir davon ein paar machen, dass wir auf jeden Fall die Stelzen machen können. Und auf den Stelzen drauf können wir dann mit Holz weiter bauen. Das ist ja dann Latte. Da brauchen wir ja nicht so ein hartes Material. Aber für die Stelzen wäre vielleicht so ein hartes Material nicht schlecht. Das heißt, wir brauchen sehr viel Lehm. Lehm? Viel, viel, viel Lehm. Schweine viel Lehm. Und Holz. So. Ach nee, das geht ja gar nicht rein. Und Holz? Wieso? Ach so, und Holz, ja klar. Wenn wir das Haus selbst aus Holz bauen, brauchen wir Holz. Das ist, ja. Das ist korrekt. Um nicht zu sagen, richtig. Hier könnte man auch eine Kiste hinsetzen, ne? So. Was ist da drin? Gut. Kann ich hier mal Wasser reinschmeißen? So. Dann gehst du buddeln und ich geh Bäume schlagen. Während unsere Hausfrau hier weiter putzt. Ich habe weder Schaufel noch Axt. Haben wir noch Eisen? Ja, haben wir. Eisenbarren. Ich weiß noch nicht, wo Bert das jetzt hingelegt hat. Oh. Du hast den Bert sortieren lassen. Du hast den Bert sortieren lassen. Ja, hab ich. Oh mein Gott, wir sind verloren. Ich wollte so gerne. Ach Mensch. Ich wollte gerade sagen, ich habe das Eisen auf Tasche, ich geb's dir, aber das hat sich ja wohl gerade erledigt, mein Freund. Dann mal regeln wir das anders. Nee, pass auf, hier oben die. So. Oh. Oh. Er schreckt mich doch nicht so. Ich habe erstmal ins Ohr geschossen. Hey. Einmal eine Ladung Schrot. In der Kiste, in der oberen. Ja. Ich bin gesund. Was machst du denn jetzt, Xyramasse, Dings, Ich schlag Bäume. Du erschlägst Bäume, gut. Dann nehme ich mir mal 4 Eisen raus, dann kann ich mir eine Schaufel basteln. Oho. Ich habe immer Angst, wenn das so ein bisschen leckt, dass ich gleich wieder abstürze. Dann krieg ich mich plack. Sonst macht doch eine kleine Sicherheitsunterbrechung. Ah. Könnte man machen. Das ist mir aber zu einfach. Ach so. Na gut, das lässt sich nachvollziehen, natürlich. So. Da war das. Hier ist dies. Ach, du bist das. Ach, lass ich das erstmal so. Und unterwegs könnt ihr gleich einmal gelbe Blumen mitbringen. Okay. Waren nicht noch ganz viele oben in der Kiste? Oben, weiß ich nicht. In der einen, da war noch mehr als ein Stack. Von, da solltest du von dir selbst sortiert. Ja. Siehste, da geht's mir schon los. Aber ich sammle trotzdem mal welche. Wir brauchen ja eh mehr, von daher. Hat eigentlich irgendjemand die Zeit im Blick? Ja. Nein. Nein. Ah, okay. Oh, hier Sonne. So, den nehmen wir auch mal wieder raus hier. Und nochmal 6 Federn. Ja. Mhm. Ich bin offiziell jetzt der Federnbeauftragte. Ich möchte gar nicht wissen, wie viele Enten hier schon nackt rumrennen. Hier läuft alles nackt rum. Alles, was Federn hat, nicht nur Enten. Ich weiß jetzt nicht so wirklich, ob ich darauf eingehen sollte, auf das Gespräch. Das würde ich auch quasi dir überlassen. Aber nun craft mal zu hier, du! Keine Zeit. Ich werde mir erstmal eine Schaufel machen, dann kann ich wenigstens mal ein bisschen buddeln, während hier der andere Mist craftet. Ja. So, Tools. Ja, ich hoffe ja, dass sich das Bauen überhaupt lohnt, ne? Shovel. Wenn die neue Map vielleicht schon vor der neuen Null kommt. Ja, das werden wir sehen. Ach, da mache ich mir eigentlich keine Sorgen. Dass sie nicht kommt vorher. Zumindest nicht so schnell. Ich glaube auch nicht, dass es so schnell kommt. Also sagen wir, 2 Wochen sollten wir mindestens noch haben. So. Sag ich jetzt mal so. Wupp. Ammo. Bob.
So, hier habe ich nochmal 147 Pfeile. Oha. Ich kann nicht hier bullen, ist ja egal. So. 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 Hier haben wir den Kram drin. Horde. Horde? Horde Richtung Süden. Horde Richtung Süden. Bin unterwegs. Zu essen hatten wir nichts mehr, ne? Zu essen haben wir noch ganz doch, viel. Doch, tonweise. Im Kühlschrank sind ganz viele Konserven. Kühlschrank. Horde! Hammer! Hammer frei! Oh, richtig. Nehmen wir den Hammer. Ja, spart Munition. Ja. Und da wir jetzt hier Antibiotika haben. Ja. Aua! So, schon mal looten vorm Despawn. Ach, Mann, dieses Rumgelecke von dem. Ja, toll! Das Rumgelecke geht mir so ein bisschen auf den Sender. Also das habe ich jetzt noch nicht ab heute. Ne, ich hatte das vorhin ein bisschen, das muss ich sagen. Aber im Moment geht das eigentlich. Autschen. Ja, das ist es nämlich. Ich bin schon wieder halb tot. Painkiller muss man immer dabei haben und Verbände auch. Verbände habe ich dabei, das ist kein Problem, sonst wäre ich schon tot. Haha, daneben geschlagen, Witzer. Nicht mit mir. Noob. Genau, du Kacknoob-Zombie. Du Hund! Nee, eben nicht. Zum Glück, dass Autsch. Da keine sind, sonst wäre ich nämlich schon tot. Ja, ja. Oh, für Fresse. Muss ich jetzt mal kurz überlegen, wie ging denn dieser verkackte Hammer? Der hat mich one-hitted? Ich habe nicht geblutet, das weiß ich. Habe ich die ganze Zeit drauf geachtet. Haha, solltest du dir mal einen Baum pflanzen. Oh. Okay. Naja, war direkt vor der Haustür. Und du sitzt hier drin und hilfst uns nicht mal. Du bist ein Held. Ich hab zu tun. Ich bin gerade, sag mal, wie ging nochmal die blöde Schaufel? Quatsch, der Hammer. Ganz unten links ein Stick und dann noch zwei weiter schräg nach oben. Mhm. Und dann einmal quer rüber drei Eisen. Ah. Ist ja irre. Nicht wahr? Gut, ich buddel weiter. Alles gelootet, so. Was hier so lag? So. Glaub ja. Gut. Aber glauben ist ja nicht richtig. Ding, ding. So. Aber siehst du mal, da habe ich gleich Erde für den Garten, den ich diesmal tatsächlich anlegen werde. Wir werden sehen. Wir legen uns mal noch nicht fest. Doch. Doch. So, das hab ich. Aber ich konnte ja nichts dafür, dass das Update kam. Ach so, jetzt ist das Update schuld. Du brauchst ja, natürlich also ist das Update noch so schuld. 3, 4, 5 Tage. Nein, aber es muss ja alles geplant werden. Die Ressourcen müssen sichergestellt sein. Das ist ja nun nicht, ne? Es können alle anderen mal so eben so einen hinklatschen, aber ich mach das ja richtig. Liebe Abonnenten, hört euch das bitte genau an. Ja, meine Abonnenten wissen von ihm. Und meine Abonnenten verstehen. Und nagelt ihn drauf fest. Ja. Meinetwegen. So. Nicht, aber wenn meine Abonnenten jetzt... Ups, das wollte ich gar nicht. Ja, aber was? Die Xyra hat mich überholt? Wie kann das denn sein? Das kann ja so nicht, das kann ich nicht stehen lassen. Ach so. Ja. Das geht doch nicht. Und du bist sogar noch gestorben. Tja, ich kann halt beides. Kann gar nicht sein. Das gibt gleich Punktabzug. In der B-Note. Ja, mindestens 5000 Punkte Abzug. So. Das kann runter. Ach ja.
Tja, dann würde ich sagen, wird auch Zeit, sich langsam jetzt verabschieden. Ja. Ja. Okay. Sprecht. Sprecht. Dann sei es an. Ah, hab ich auch. Ich habe nur meine Verwunderung. So. So kann man das natürlich auch nennen. Ja. Und mir hebt die Schulter. Das auch noch. Ja. Es war eine wahre Geschichte aus dem Real Life. So, bevor wir die Folge beenden, möchte ich aber nochmal gucken, wie viel Antibiotikum jetzt fertig ist. Na Mensch, 2 Stück. Der helle Wahnsinn. Echt? Gut, ich komme. Ich glaube, ich mache mich dann bald mal auf den Weg, ganz viel Wasser zu holen. Ich brauche Antibiotikum. Ich habe noch von diesem Molten Breed. Merci. Wovon? Na, von diesem Gammelbrot da. Ach so. Ja, entweder du schmeißt dazu oder du schmeißt erstmal in die Kiste. Das ist mir eigentlich gleich. So. Ja, Folge beenden. Gut, ihr Lieben. Dann würde ich sagen, verabschieden wir uns für diese Runde. Und dann... dann denke ich mal, eine Folge wird schon wieder bei Nordisch abstürzen. Und dann sehen wir uns dann halt. Mindestens. Nein. Wird natürlich nicht passieren. Doch. Gut. Dann bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss. Und tschüss.